Das hier hinter mir, das ist die Nias. Die Nias entspringt in Kuckum. Das ist ein Nebenfluss von Rhein und Maas und mündet dann nach 117 Kilometer auch in die Maas hinein. Guten Morgen, ich bin Ulrich Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Kuckum bei Erkelenz. Hier ist eine Karte. Schauen wir mal drauf. Da ist Erkelenz. Das hier ist Kuckum. Da ist der Tagebau. Kuckum, das ist einer der Orte im Rheinischen Braunkohlerevier, die für den Tagebau Garzweiler 2 weggebaggert werden sollen. Und hier entspringt die Nias. Das hier ist nicht die Quelle der Nias, das ist ein kleiner aufgestauter See, ganz da, wo die Niersquelle sein sollte. Hier stand mal ein Schild, dass das die Nias ist. Jo, da liegt es. Wenn wir jetzt ja keine Niersquelle finden, ist das nicht weiter verwunderlich. Es gibt nämlich gar keine mehr. Früher gab es ja mal 30 bis 40 kleinere Quellpunkte in diesem Gebiet. Das war die Quellen der Nias. Vor dem Braunkohletagebau brauchte man nur ein Loch im Garten zu buddeln und schon kam das Grundwasser heraus und eine neue Quelle der Nias war so entstanden, heißt es hier. Für den Braunkohletagebau pumpt man hier im weiten Umkreis das Grundwasser ab, damit die Grube nicht vor Wasser läuft. Die Folge ist, es gibt keine Niersquelle mehr. Stattdessen gibt es heute das hier. Ein Rohr wird hierher geführt und da kommt Wasser raus. Das Wasser ist abgepumpt worden irgendwo im Tagebau von Garzweiler 2 und wird hierher geführt und das ist jetzt die Quelle der Nias. Die Nias ist ein uralter kleiner Fluss hier im Rhein-Maas-Gebiet. Erstmals erwähnt wurde er 855 nach Christus und das auf einem Votivstein, einem römischen Votivstein. Dieser Stein ist heute im Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Hier im Quellgebiet ist die Nias nur ein schmaler Graben. Später ist sie dann 1 Meter bis 2 Meter breit. Der Graben wird immer breiter und wird dann zum Fluss. Die Menschen haben das Wasser der Nias schon zu nutzen gewusst. Insbesondere eine Rolle spielten hier Wassermühlen und das bereits ab dem 13. Jahrhundert. Anfang des 19. Jahrhunderts trieb die Nias auf ihren 120 Kilometer 49 Mühlen an. Getreide wurde gemahlen, Raps und Flachs wurde bearbeitet und man nutzte die Nias zur Papierherstellung. Die Mühlen gibt es inzwischen nicht mehr. Mitte des 19. Jahrhunderts war der Anbau von Flachs und Raps gewaltig zurückgegangen. Großmühlen haben die Arbeit der kleinen Mühlen übernommen. So kam es, dass die Mühlen nach und nach ihre Arbeit einstellten und verschwanden. Schaut mal, Schneeglöckchen. Hier steht eine Infotafel. Diese Wiese war ursprünglich ein Quellbereich der Nias. Etwa 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr traten hier an die Oberfläche und speisten den Fluss. Gegen Ende der 60er Jahre erreichten die Grundwasserabsenkungen des Braunkohletagebaus den Quellbereich und die Quellen versiegten. Ab 2080 wird die Nias südwestlich von Mönchengladbach-Wanlow aus dem dann entstandenen Tagebau-Restsee abfließen. Das sind Zukunftsträume, ist noch ein paar Jahre hin. Bis dahin wird das Wasser der Nias so wie hier künstlich zugeführt. Das ist also eine Quelle der Nias 2019. Und hier sehen wir auch, wo das frische Quellwasser der Nias herkommt.
Dort ist eine dieser Pumpanlagen, die das Wasser aus dem Tagebau herpumpen. Wie gesagt, im weiten Umkreis um den Tagebau, da ist das Grundwasser inzwischen in sehr, sehr großer Tiefe, denn alles andere muss abgepumpt werden, damit der Tagebau nicht voll Wasser läuft. Das hier sind diese Pumpanlagen und das Wasser für die Niers, das wird künstlich zugeführt. Und da ist der Ort Kukum, der Ort, der bald verschwinden soll. Festwiese der Bruderschaft Kukum. Hier auf dieser Wiese findet jedes Jahr das Kukumer Oktoberfest statt. Das Kukumer Oktoberfest ist eines der größten Oktoberfeste in Nordrhein-Westfalen. 3.000 bis 4.000 Leute kommen hier jedes Jahr hin. 2017 hatte Kukum noch 450 Einwohner. Seit 2016 steht fest, dass Kukum für den Braunkohletagebau abgerissen werden soll. Seitdem ziehen die Leute hier weg. Inzwischen sind ein Drittel der Leute weggezogen. Ein weiteres Drittel sind nach Angaben vom Tagebaubetreiber in Verhandlungen über den Verkauf ihrer Häuser. Und ein weiteres Drittel, das will nicht wegziehen. Kukum ist ein sogenanntes Straßendorf. Zwei Straßen gibt es hier. Eine davon, die Hauptstraße, führt parallel der Niers. Wir sind jetzt am anderen Ende des Dorfes. Was ist hier passiert? Hier sind vor ein paar Wochen Bäume gefällt worden. Ihr seht die breite Schneise, die hier geschlagen wurde. Sie ist gedacht für, richtig, eine Straße. Denn für den Tagebau fällt eine Straße weg und es muss eine neue gebaut werden. Nach Angaben der Einwohner hier wird diese Straße zwar erst in 10 Jahren benötigt, aber man hat jetzt schon mal die Bäume gefällt. Das war's dann für heute aus dem Tagebaugebiet, aus dem Ort Kukum von den Niers. In diesem Sinn, tschüss.